Für die Aussprache ist eine Dauer Und von 30 damit Minuten geht es jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Gesundheitsvorsorge und Pflege soll verbessert werden. Dazu gibt es auch einen Gesetzentwurf der Bundesregierung und der wird hier auch vom zuständigen Gesundheitsminister vorgestellt. Jens Spahn spricht als erstes. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hochwertige pflegerische Versorgung zu sichern, ist die große gesellschaftspolitische Aufgabe der kommenden Jahre. Wir müssen dafür den Pflegeberuf insgesamt stärken. Wir wollen mehr Pflegekräfte gewinnen, indem wir die Rahmenbedingungen verbessern. Es geht natürlich um Bezahlung, eine angemessene, um eine regelhafte Tarifbezahlung. Es geht um die Arbeitsbedingungen. Es ist ein Beruf, der oft zu 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden, eben den Pflegebedürftigen und den Patientinnen und Patienten hilft, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwieriger macht als in vielen anderen Berufen. Und es ist eben auch ein Beruf, der Entlastung braucht, um Zeit zu haben für die Patienten und die Pflegebedürftigen. Und in der Pflege zu arbeiten, wird dann attraktiver, wenn es mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, die mit anpacken können. Damit haben wir schon begonnen, einen entsprechenden Rahmen zu setzen vor Corona. Es ist richtig, es ist wichtig, dass in dieser Pandemie, in diesem Stresstest für unser Gesundheitswesen, die Pflege und das, was dort jeden Tag von den Pflegekräften geleistet wird, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Aber gleichzeitig ist eben auch wichtig zu sehen, dass wir schon begonnen haben, weit vor dieser Pandemie und weit vor dem Fokus der Öffentlichkeit auf die Pflege die Rahmenbedingungen zu verbessern. Wir haben mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz bereits 13.000 zusätzliche Stellen für Pflegefachkräfte in der Altenpflege geschaffen. Ich weiß, dass einige sagen, die Stellen sind doch noch gar nicht besetzt. Das stimmt, sie sind noch nicht alle besetzt, weil der Arbeitsmarkt so leer gefegt ist. Aber ein entscheidender Unterschied, und der gilt übrigens für die Krankenhäuser wie für die Langzeitpflege, zum Zustand von vor einigen Jahren ist, die Stellen sind mittlerweile verlässlich finanziert. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das gibt Verlässlichkeit, und das haben wir sichergestellt. Und jetzt mit diesem Gesetz finanzieren wir zusätzliche 20.000 Stellen für Pflegeassistenzkräfte in der Altenpflege. Mehr Hände, die mit anpacken, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Zufriedenheit für die Beschäftigten. Jede Pflegeeinrichtung in Deutschland wird davon profitieren. Und mir ist eins wichtig zu sagen, weil ich einige öffentliche Äußerungen schon wieder sehe. Das, was wir machen, wir legen übrigens auch an, mit diesem Gesetz verpflichtend ein Personalbemessungsverfahren zu entwickeln auf Basis von wissenschaftlichen Gutachten. Das ist nicht wie bisher Personalbemessung in der Pflege mit Fachkraftquoten, die festgelegt worden sind, irgendwie mit dem Daumen hergeleitet, sondern wissenschaftlich hergeleitet von Professor Rothgang und vielen anderen in den letzten Jahren. Und die sind eben zu dem Befund gekommen, ja, es braucht mehr Pflegefachkräfte in den nächsten 10 Jahren. Es braucht aber vor allem viel mehr Pflegeassistenzkräfte, weil die Teamarbeit und die Zusammenarbeit in diesem Team am Ende alle, die in der Pflege arbeitet, entlastet. Und dort machen wir einen ersten wichtigen Schritt mit 20.000 Pflegeassistenzstellen, voll finanziert ab dem 1.1. Nein, das ist, ich meine, 20.000 zusätzliche Stellen, voll finanziert, nicht zulasten der Pflegebedürftigen in ihren Eigenanteilen, ist, finde ich, ein Punkt, der es wert ist, erwähnt zu werden. Der ist vor allem deswegen wichtig, weil es darum geht, wenn wir Pflegekräfte dazu ermuntern wollen, zurückzukehren, wenn sie der Pflege den Rücken gekehrt haben, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir Pflegekräfte dazu ermuntern wollen, gegebenenfalls, wenn sie könnten, auch die Stundenzahl wieder zu erhöhen, aber im Moment es nicht tun, weil sie sagen, das ist mir zu stressig. Auch davon gibt es durchaus viele, die uns täglich begegnen. Oder auch Menschen ermuntern wollen, in der Pflege zu bleiben. Dann ist es wichtig, dass das berechtigte Gefühl da sein kann, dass die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, nicht Entscheidungen sind, die mal getroffen werden, für ein Jahr gültig und in 2 Jahren wieder in Frage gestellt werden, sondern dass es begründetes Vertrauen gibt in die Verlässlichkeit unserer Entscheidungen. Und genau das machen wir mit diesem Gesetz und den Regelungen der letzten Jahre. Es ist wahnsinnig viel Vertrauen in der Pflege verloren gegangen, über viele Jahre in einer Spirale, die sich immer weiter gedreht hat. Und dieses Vertrauen zurückzugewinnen, die Spirale andersrum zu drehen, das braucht Zeit, das braucht beständiges Dranbleiben. Wir haben das Gefühl, wir halten sozusagen mit vollem Wasser aus allen Rohren auf das Problem. Und die, die in der Pflege arbeiten, haben das Gefühl, das sind nur Tropfen auf dem heißen Stein, weil es eben Zug um Zug erst wirksam wird. Und deswegen ist für diese Verlässlichkeit und dieses Vertrauen dieses Gesetz so wichtig, um das ich Sie heute bitte um Zustimmung.
Und es ist ein zweiter wichtiger Bereich in diesem Gesetz, nämlich die Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung in dieser schwierigen, auch wirtschaftlichen Zeit. Wir haben jetzt fast 10 Jahre wirtschaftliches Wachstum, Wachstum an Arbeitsplätzen, eine gute Lohn- und Rentenentwicklung hinter uns und sehen jetzt eben in dieser wirtschaftlich schweren Zeit, wie schnell dann, wenn die Wirtschaft nicht mehr gut läuft, das sich auch bemerkbar macht in den sozialen Sicherungssystemen durch weniger Einnahmen und zusätzlichen Ausgaben, insbesondere natürlich in dieser Pandemie. Und da heißt es dann, dass wir diese Lasten auch auf mehrere Schultern verteilen müssen. Das eine ist ein erhöhter Bundeszuschuss für 2021. Ich bin gleich dazu auch im Haushaltsausschuss, der ja heute seine Bereinigungssitzung hat, von 5 Milliarden Euro für das nächste Jahr, was ein Bundeszuschuss von fast 20 Milliarden dann im nächsten Jahr ist. Und das sind auch 8 Milliarden Rücklagen von den 20 Milliarden der gesetzlichen Krankenkassen, die wir dazu nehmen. Und ja, diese Reserven sind gebildet worden von den Kassen für schlechtere Zeiten, aber es sind jetzt schlechtere Zeiten. Ja, es ist Geld der Beitragszahler. Aber das Geld wird eben ja auch eingesetzt, um die Beitragszahler zu entlasten und vor allem nicht zusätzlich zu belasten in dieser wirtschaftlichen Krise. Und ja, manche sagen, das wäre Sozialisierung. Nein, das ist solidarisch. Das ist das System der gesetzlichen Krankenversicherung, dass man füreinander einsteht. Und das gilt am Ende eben dann auch für die Rücklagen in schwieriger Zeit. Und damit, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist dieses Gesetz ein wichtiger und notwendiger Schritt, um Pflegekräfte entlasten, halten und gewinnen zu können, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, noch attraktiver in schwerer Zeit. Und es ist ein wichtiges Gesetz für die Stabilität der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung in dieser Pandemie und in dieser Wirtschaftskrise. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung. Soweit der Bundesgesundheitsminister. Über den Gesetzentwurf wird hier nach der Debatte auch abgestimmt. Und es gibt auch insgesamt 6 Anträge der Oppositionsparteien zu dem Thema. 3 davon sind aus der AfD-Fraktion eingereicht worden. Und aus der AfD-Fraktion spricht jetzt Uwe Witt. Er kümmert sich als Sprecher für die Belange von Menschen mit Behinderungen in seiner Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, Herr Minister Spahn, wir hatten eine Überweisung des Gesetzentwurfs in den Ausschuss zur wirklichen Verbesserung zugestimmt. Doch leider hat das Gesundheitsministerium diese Chance nicht genutzt. Dieses Gesetzeskonvolut enthält nach wie vor gute Ansätze, die für sinnvoll und empfehlenswert halten. Aber leider steht mit der angeblichen finanziellen Unterstützung der gesetzlichen Krankenkassen der Zugriff aufs Sparbuch der Versicherten, also die staatlich verordnete Verwendung der Rücklagen, als Kernanliegen im Gesetzentwurf. Durch diesen Abbau der Rücklagen machen Sie den gesetzlich Krankenversicherten zum Zahlmeister Ihrer Corona-Politik. Diese monetären Fehlentscheidungen der Regierung können nicht auf dem Rücken der Solidargemeinschaft abgeladen werden. Beim Stichwort Fehlentscheidungen fallen mir die Hamsterkäufe von zig Millionen Masken bei chinesischen Herstellern ein. Herr Spahn, wie Sie gestern Morgen im Ausschuss einräumten, ist es richtig, dass eine Stoffmaske und ein Stahl vor dem Gesicht wenig Nutzen haben. Ihre Chefin, Frau Merkel, hat genau diesen Fakt in ihrer heutigen Regierungserklärung bestätigt. Ich zitiere: Eine Alltagsmaske bietet keine Sicherheit vor Ansteckung. Wie Sie wissen, um eine echte Schutzwirkung zu erzielen, muss mindestens eine FFP1-Maske vorgesehen werden, denn die hat einen Abscheidegrad von 80%, besser noch FFP2 mit 94% oder gar FFP3 mit 99%. Auch diese Tatsache wurde von Frau Merkel bestätigt. Aber gerade die Masken mit chinesischer KN95-Abnahme entsprechen nicht der europäischen FFP-Norm und sind als FFP-Derivat überhaupt nicht zulässig. Damit wiegen Sie unsere Bürger in trügerischer Sicherheit. Offenbar haben Sie das gemerkt. Denn gestern haben Sie uns im Ausschuss erläutert, dass Sie beabsichtigen, 27 Millionen Risikopatienten mit zugelassenen FFP2-Masken auszustatten.
Bravo, dass Sie nun endlich den Antrag der AfD aufgreifen und Risikogruppen gezielt schützen wollen. Denn genau das ist der richtige Weg. Diese Erkenntnis und Entscheidung fordert aber in der logischen Konsequenz Folgendes. Sofortige Abschaffung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für die allgemeine Bevölkerung. Denn Sie tragen ja beim Pkw-Fahren auch nicht zusätzlich noch einen Integralhelm. Es geht um ein verantwortbares Risiko, somit Maskenschutz für Risikogruppen und Maskenfreiheit für den Rest der Bevölkerung. Das ist genau der richtige Weg. Wenn ich gerade noch beim leidigen Thema Masken bin, für Menschen, die aufgrund eines ärztlichen Attestes von der Maskentragepflicht befreit sind, gelten weder Datenschutz noch ärztliche Schweigepflicht. Denn in diesen Attesten müssen zukünftig Diagnose, Anamnese und Begründung so verfasst werden, dass sie von medizinischen Laien verstanden und beurteilt werden können. Das bedeutet, somit mutiert der Supermarktfilialleiter Herr Müller zum Facharzt und entscheidet, ob Frau Schmidt sein Geschäft betreten darf oder nicht. Eine Schweigepflicht gilt für diesen Gesundheitsexperten natürlich auch nicht. Mit dieser Regelung verletzen Sie, Herr Spahn, massiv das Grundgesetz. Nichts ist in diesen Zeiten so wichtig wie transparente Zahlen und Werte. Niemand weiß, ob Verstorbene an einer Infektion mit SARS-CoV-2 erlegen sind oder ob sie nur Träger mit Virus waren. Unser Antrag, Ausbau und Betrieb eines nationalen Mortalitätsregisters für Forschungszwecke, greift diese Schwachstelle auf. Herr Präsident, ich komme zum Ende. Deutschland braucht verlässliche Daten, die auch verifizierbar sind. In und vor allem nach der Corona-Phase müssen wir endlich wieder zu dem Punkt zurückkommen, dass Fakten die politischen Entscheidungen bestimmen und nicht Annahmen, Mutmaßungen oder Einflüsterungen aus dubiosen Beraterkreisen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Witt. Soweit also die Rede von Uwe Witt aus der AfD-Fraktion. Die nächste Rednerin hier in der Debatte ist Sabine Dittmar. Sie ist Abgeordnete der SPD-Fraktion, aber auch gesundheitspolitische Sprecherin für ihre Fraktion und wird jetzt sich noch wahrscheinlich zum Gesetzentwurf äußern. 20.000 Stellen sollen zum Beispiel in der Altenpflege zusätzlich geschaffen werden. Sie können das auch noch hochfahren, solange läuft die Rednerzeit nicht. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme wieder zurück zum Gesetz, das wir heute verabschieden. Und damit verbessern wir in vielen Bereichen die Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen. Und wir sorgen für finanzielle Stabilität in diesen unsteten Krisenzeiten. Um Schwangere besser betreuen zu können und um gleichzeitig die in der stationären Geburtshilfe tätigen Hebammen zu entlasten, legen wir ein dreijähriges Hebammenstellenförderprogramm auf. Vom nächsten Jahr an erhalten die Krankenhäuser jährlich bis zu 65 Millionen Euro, um sowohl zusätzlich Hebammen als auch hebammenunterstützendes Fachpersonal einstellen zu können. Und damit verbessern wir die Personalausstattung in den Kreissälen und wir ermöglichen es den Hebammen, sich wieder auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, die Begleitung der Gebärenden. Um mehr Zuwendung und bessere Versorgung geht es auch bei den Regelungen für die vollstationäre Pflegeeinrichtungen. Mit dem Gesetz werden 20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte geschaffen und von der Pflegeversicherung vollständig finanziert, ohne, und das ist wichtig, die Pflegebedürftigen finanziell weiter zu belasten. Und besonders freue ich mich, dass wir bedarfsnotwendige Krankenhäuser im ländlichen Raum ebenfalls mit zusätzlichen Finanzmitteln stützen. Künftig werden Zuschläge von 400.000 bis 800.000 Euro pro Jahr gezahlt. Und damit sorgen wir dafür, dass an diesen Krankenhäusern Fachabteilungen, die für die Basisversorgung relevant sind, erhalten bleiben. Und bereits ab dem nächsten Jahr werden auch Kinderkrankenhäuser und Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin eine Förderung erhalten. Das war uns von der SPD besonders wichtig. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die öffentliche Debatte über das Gesetz wurde jedoch weniger von den vielfältigen Verbesserungen in der Versorgung bestimmt, sondern vielmehr von den Finanzierungsaspekten dominiert. Und Fakt ist,
Wir befinden uns in der schwierigsten Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir werden deshalb alle verfügbaren Mittel einsetzen müssen, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen. Um die Stabilität der Kassenfinanzen zu gewährleisten, verteilen wir die Lasten auf mehrere Schultern. Dazu leisten der Bund, die Beitragszahler und die Krankenkassen jeweils ihren Beitrag. Das ist notwendig, das ist gerecht und das ist verkraftbar. Leider hat bei einigen die Empörung über die eigene Betroffenheit den Blick auf das Gemeinwohl und die Sachlichkeiten der Argumentation getrübt. Und deshalb möchte ich noch einmal klarstellen: Die Beitragszahler in der gesetzlichen Krankenversicherung werden nicht mit den finanziellen Lasten der Pandemie alleine gelassen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung selbst schätzt die pandemiebedingten Mehrausgaben auf 3,4 Milliarden Euro. Und deshalb sollte der um 5 Milliarden Euro erhöhte Bundeszuschuss mehr als ausreichend sein, um die Mehrausgaben zu decken. Darüber hinaus finanziert der Bund diverse Schutzschirme, freigehaltene Krankenhausbetten, und er wird auch die Kosten für die Impfstoffe und für die Schutzmasken für besonders anfällige Bevölkerungsgruppen bezahlen. Aber wir verschulden uns dafür in erheblichem Umfang. Und das sollte jeder berücksichtigen, der leichter Hand immer noch höhere Bundeszuschüsse fordert. Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine große Solidargemeinschaft. Und natürlich ist es schmerzlich, wenn Krankenkassen nun ihre Rücklagen in den Gesundheitsfonds abführen müssen. Aber im Sinne des Gemeinwohls ist es in der Krise allemal besser, die Rücklagen wieder in die Versorgung fließen zu lassen, damit alle Beitragszahler, die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, die Rentnerinnen und Rentner vor weiteren Beitragssatzsteigerungen geschützt werden. Das entspricht jedenfalls unserem Verständnis von Solidarität. Im parlamentarischen Verfahren konnten wir durchsetzen, dass kleine Kassen ein Schonvermögen von 3 Millionen Euro zusätzlich zur Mindestrücklage behalten dürfen, und es konnte auch mehr Flexibilität für die Beitragsgestaltung erreicht werden. Kolleginnen und Kollegen, jetzt und in den nächsten Monaten ist Solidarität gefragt. Gemeinsam können und werden wir die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie überwinden, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Littner. Nächster Redner ist der Kollege Professor Andrew Ullmann, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Birgit, alles Gute zum Geburtstag von dieser Stelle aus, muss ich mal einfach mal sagen. Im GPVG finden sich für jeden etwas. Vieles begrüßen wir auch in unserer Fraktion, denn gerade in der Covid-19-Krise ist es wichtig, Klarstellung in der Versorgung der Menschen herzustellen. Doch größere Störgefühle gibt es. Drei Punkte möchte ich gerne dabei ausführen. Erstens. Die Regierung enteignet mit ihrem Gesetz pauschal die gesetzlichen Krankenversicherungen. Sie begründet es relativ einfach. Wir haben mehr Kosten wegen der Covid-19-Krise, und deswegen müssen diese Kosten irgendwie gedeckt werden. Nein, liebe Bundesregierung, das ist nicht richtig. Die Bekämpfung dieser Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und das müssen auch hier alle Fraktionen in diesem Raum auch verstehen. Sie bestrafen nämlich die Krankenkassen, die gut gewirtschaftet haben. Klar für uns Freie Demokraten ist, Rücklagen gehören den Versicherten. Die Rücklagen müssen den Versicherten zugutekommen. Diese Rücklagen müssen in zusätzlichen Leistungen, zum Beispiel in die Prävention, investiert werden. Das wäre gerecht, und das wäre auch richtig. Natürlich dürfen Rücklagen nicht als Spareinlagen verstanden werden. Ihre Argumentation ist jedoch auch scheinheilig: Beitragsstabilität erhalten. Diese wird übrigens nur bis zur nächsten Bundestagswahl halten, nach Berechnung von Experten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zweiter Punkt. 20.000 neue Pflegeplätze in der Altenpflege schaffen. Wir sind auch sofort dafür zu haben. Das ist eine gute und eigentlich eine überfällige Vorgabe. Auf den ersten Blick. Vieles, wie so oft, ist auch versprochen worden. Aber wie wollen wir dorthin? Mit einer echten
Ausbildungsoffensive schaffen wir nachhaltig mehr Personal. Und damit müssen wir auch jetzt anfangen. Ja, bisschen klein. Drittens. Ähnlich gilt das für die notwendigen Hebammenstellen. Nach Expertenaussagen in der öffentlichen Anhörung konnten nachhaltig so die Arbeitssituation leider nicht verbessert werden. Meine Damen und Herren, wir haben viele Herausforderungen im Gesundheitswesen, doch anstatt immer mehr kleinteilig zu agieren, wäre es an der Zeit, mutig voranzuschreiten, die Sozialgesetzbücher kritisch unter die Lupe zu nehmen und ihnen ein Upgrade zu gönnen. Mit unserem Entschließungsantrag bieten wir Ihnen einiges an, gerne auch ein Copy-Paste. In einer Ihrer nächsten Initiativen können Sie es gerne einfügen, wie Sie es auch in der Vergangenheit ab und an auch gemacht haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ullmann. Meine Damen und Herren, die Verbesserung der Gesundheitsvorsorge und Pflege hier im Deutschen Bundestag. Wir hatten gerade gehört, Andrew Ullmann von der FDP-Fraktion. Jetzt also die nächste Rednerin, Pia Zimmermann von den Linken, Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, Corona-konform zwischendrin die Desinfektion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Präsident, eines muss man Ihnen lassen, Herr Spahn, Sie bleiben sich treu. Es ist wieder nur eine Reihe von Einzellösungen statt einer kompletten Strategie. Auch das GPVG ist ein Kessel Buntes. 20.000 Pflegeassistenzkräfte sollen jetzt den Pflegenotstand abmildern. Meine Damen und Herren, das sind in Pflegegrad 2 gerade mal 4,2 Minuten Pflege mehr am Tag. Im Pflegegrad 5 sind das 9,5 Minuten Pflegezeit mehr am Tag. Das reicht doch vorne und hinten nicht, Herr Minister. Meine Damen und Herren, die Versorgung verbessert sich doch nicht, wenn der Prozess noch mehr zerlegt wird und auch noch mehr Hände verteilt wird. Das ist doch das ganze Gegenteil von ganzheitlicher Pflege und führt durch die Hintertür wieder zur Einführung der Verrichtungspflege. Das ist nicht, was wir wollen, und das ist auch nicht, was die Pflegekräfte wollen. Und außerdem haben wir ein Fachkräftemangel in der Pflege. Ein Mangel von Fachkräften beheben Sie aber nicht, wenn Sie Assistenzkräfte einstellen, die vielleicht auch noch weitergebildet werden, sondern einen Fachkräftemangel verhindert man oder behebt man mit Fachkräften. Und Pflegekräfte brauchen endlich das Vertrauen, dass sich tatsächlich was an ihren Arbeitsbedingungen ändert. Was die Pflege braucht, ist mehr Personal und besser bezahltes Personal. Die Bedingungen müssen endlich nachhaltig verbessert werden, sonst verlassen noch mehr ausgebildete Pflegekräfte den Pflegeberuf spätestens nach der Pandemie. Und das ist nicht verwunderlich, wenn ich nach Niedersachsen schaue und dort die Pflegekräfte wieder 60 Stunden pro Woche arbeiten können, dann ist das nicht die Zukunft, die sich die Pflegekräfte vorstellen. Es ist auch nicht die Zukunft der Pflegekräfte, dass sie, wenn sie infiziert sind, aber symptomfrei sind, trotzdem pflegen dürfen. Praktische Wertschätzung ist das schon gar nicht, und gute Arbeitsbedingungen, meine Damen und Herren, sehen anders aus. Gute Arbeitsbedingungen sind kürzere und flexiblere Arbeitszeiten und höhere Bezahlung sofort und überall. Und hinzu kommt, gute Arbeitsbedingungen in der Pflege sind auch der beste Schutz für besonders pflegebedürftige und geschützte Menschen. Appelle an die Solidarität der Pflegekräfte. Und Appelle an die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger sind unredlich, wenn sie die Versorgung nicht endlich solidarisch finanzieren wollen. Und solidarisch heißt, alle Einkommensarten in die Beitragszahlung einzubeziehen. Heben Sie die Beitragsbemessungsgrenze an oder heben Sie sie am besten gleich auf. Erheben Sie die Beiträge auch auf Spekulationsgewinne. Nehmen Sie die private Kranken- und Pflegeversicherung in eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Es wird keine bessere Versorgung geben ohne diese veränderten Weichenstellungen. Wir Linke bleiben dabei, weil es so ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Zimmermann.
Meine Damen und Herren, also weiteren Verbesserungen der Gesundheitsvorsorge und Pflege. Den Bundesgesundheitsminister haben wir gerade gehört. Als Vizepräsident führt Wolfgang Kubicki hier die Sitzung. Die nächste Rednerin von der Bündnis-Grün-Fraktion, Kirsten Kappert-Gonter, die Sprecherin, die fraktionspolitische Sprecherin für Gesundheitsförderung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kaum ein Thema ist so nah an uns Menschen wie unsere gesundheitliche Versorgung. Viele fragen sich, wie organisiere ich, wenn es soweit ist, die Pflege für meine Eltern? Klappt es mit der Weiterbehandlung nach einem Krankenhausaufenthalt? Finde ich eine Hebamme? Aber auch, ob die Beiträge in der Krankenkasse stabil bleiben? Nun macht sich das hier vorliegende Gesetz zur Aufgabe, einiger dieser Fragen anzugehen. Das ist ja erstmal anzuerkennen. Doch Sie, Minister Spahn, bleiben auf halber Strecke stehen und die Flickschusterei nimmt kein Ende. Es reicht eben nicht, Stellen in der Pflege, in der Geburtshilfe auf dem Papier zu haben. Diese Stellen müssen auch besetzt werden. Der Pflegeberuf muss attraktiver werden, Arbeitsbedingungen verbessern, Akademisierung voranbringen, Belastungen in der Pflege abbauen. Schwangere sollen guter Hoffnung sein dürfen, eine Hebamme für die Geburtsvor- und Nachbereitung finden und während der Geburt gut, sicher und mit voller Aufmerksamkeit begleitet werden. Die Finanzierung von mehr Hebammenstellen und neuen Hilfskräften in den Kliniken ist natürlich gut, aber sie ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen nicht weniger als einen Kulturwandel in der Geburtshilfe. Frauen und Kinder gehören in den Mittelpunkt, denn auf den Anfang kommt es an. Zusammenarbeit, verbindliche Zusammenarbeit heißt auf gesundheitspolitisch sektorübergreifende Versorgung. Die unzureichende Verzahnung der Versorgung muss endlich überwunden werden, denn sie macht es den Patientinnen schwer, sie schadet. Qualität muss der Maßstab sein, Kooperation zur Regel werden. Wir Grüne schlagen deshalb einen Aufbruch in Gesundheitsregionen vor. Und in Sachen GKV-Finanzierung ist der Gesetzentwurf ein Offenbarungseid. Sie hinterlassen uns zum Ende dieser Wahlperiode ein historisch einmaliges Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das ist nicht vornehmlich den Kosten der Pandemie geschuldet, sondern Folge von erheblichen, dauerhaften, strukturellen Mehrausgaben, die durch Ihre undurchdachten Gesetze entstanden sind. Ich erinnere nur an das Terminservice- und Versorgungsgesetz. Sehr teuer, aber leider ohne Verbesserung der Versorgung. Ein paar Trippelschritte in die richtige Richtung, aber längst nicht der erhoffte Weitsprung, um mutig eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung anzugehen. Wir werden uns zu diesem Gesetz enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Kappert-Gonter. So, vor uns liegen jetzt noch zwei letzte Rednerinnen in diesem Debattenordnungspunkt, in diesem Tagesordnungspunkt. Die Karin Mark kommt als Nächste. Sie ist im Ausschuss für Gesundheit, Mitglied der Unionsfraktion. Also weiterhin weitere Anstrengungen in der Pflege vor dem Hintergrund auch von Corona. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es an dieser Stelle gern noch mal betonen. Das Versorgungsverbesserungsgesetz stellt wichtige Weichen für eine bessere medizinische und pflegerische Versorgung, sagt übrigens nicht nur ich, sondern zum Beispiel die Caritas zu Beginn ihrer Stellungnahme. Kurz, wir in der Union und in der SPD, wir reden, wir machen und wir reden nicht nur darüber, was wir ankündigen und machen könnten. Ich freue mich jedenfalls über 20.000 neue Assistenzstellen in der Altenpflege. Und für uns ist es ein wichtiger Schritt hin zur Einführung einer verbindlichen Personalbemessung, Frau Kollegin Zimmermann. Und ich freue mich auch über eine bessere Versorgung der Schwangeren auf den Geburtsstationen. Die Krankenhäuser können mit diesem Förderprogramm jetzt die Hebammen neu einstellen, Teilzeitstellen aufstocken
unterstützendes Fachpersonal einstellen. Wir reden da nicht nur drüber, sondern tatsächliche Verbesserungen durch unser Gesetz. Und selbstverständlich kümmern wir uns auch weiterhin um den ländlichen Raum. Vor allem können nun auch die Kinderkrankenhäuser und die Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin von den Sicherstellungszuschlägen profitieren. Wir erweitern die Möglichkeit für Krankenkassen, innovative Versorgungsverträge anzubieten. Auch da geht es insbesondere darum, regionale Innovationen zu fördern. Und wenn wir die Selektivverträge so ausrichten, dass künftig auch andere Sozialleistungsträger einbezogen werden können, dann wird es künftige Versorgungsbrüche gerade verhindern. Und dann reden wir auch über Schutzschirme, über die Hilfen für viele im Gesundheitssystem tätige Berufsgruppen und Betroffene. Da geben wir nicht einfach Geld aus, sondern das ist notwendige Hilfe in Corona-Zeiten. Und ich nenne ausdrücklich mit herzlichem Dank auch für Ihre Arbeit die stationären und ambulanten Vorsorge- und Reha-Einrichtungen, selbstverständlich einschließlich des Müttergenesungswerks. Die Heil- und Hilfsmittelerbringer profitieren, Pflegeeinrichtungen. Ebenso haben wir die Familienpflegezeit und die Flexibilisierung verlängert. Und schließlich ermöglichen wir es auch den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, sich um junge Zahnärztinnen und Zahnärzte zu kümmern, die sich neu niedergelassen haben und Corona-bedingt zu wenig Patienten versorgen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war für einige tatsächlich das wichtigste Thema. Ja, 2021 zeichnet sich ein Defizit bei den gesetzlichen Krankenkassen ab von rund 16 Milliarden Euro. Und genau deshalb haben wir die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen neu justiert. Und wir sorgen dafür, dass auch 2021 ausreichend Mittel zur Verfügung stehen und sorgen dafür, dass gleichzeitig der Zusatzbeitrag stabil bleibt. Wir haben in den Verhandlungen drum gerungen. Ja, das ist richtig. Und wir haben in den Maßnahmen, wir haben ein Bündel von Maßnahmen jetzt im Angebot, mit dem es gelungen ist, auch die Sozialgarantie bis 2022 einzuhalten. Wir erhöhen den Steuerzuschuss, ja, um 5 Milliarden Euro auf jetzt 19,5 Milliarden Euro. Finde ich nicht zu wenig. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen auch ihren Beitrag leisten. Wir alle leisten unseren Beitrag. Die haben Rücklagen in stark ungleicher Verteilung von gut 20 Milliarden Euro noch gehabt im Sommer. 8 Milliarden davon müssen die Kassen mit den hohen Rücklagen jetzt abgeben, in den Gesundheitsfonds zurück, damit dieses Geld wiederum für Versorgung, für die Gesundheit der Versicherten zur Verfügung steht. Finde ich vollkommen in Ordnung. Die Kassen mit den hohen Rücklagen dürfen übrigens 2021 ihre Zusatzbeiträge so lange nicht anheben, bis sie wieder über das Doppelte der in Richtung des Doppelten der Mindestrücklage abgesunken sind. Klar, die Kassen sehen das kritisch. Man begrüßt natürlich, dass eine pandemiebedingte Finanzierungslücke geschlossen werden soll. Man begrüßt natürlich auch das Ziel der weiteren Stabilisierung des Zusatzbetrags. Aber wie es gemacht werden soll, wer sich beteiligen soll, da kam nichts. Wir sind den Kassen entgegengekommen in den Verhandlungen. Wir haben gestattet, dass einmalig zum 1. Januar ein höherer Zusatzbeitrag anfallen darf. Wir haben das Rücklagenpolster dafür gesorgt, dass dieses nicht ganz abgeschmolzen wird. Wir haben 100% auf das, was aus dem BMW kam, draufgeschlagen. Und wir haben bei den kleinen Kassen ein Schonvermögen von 3 Millionen Euro angesetzt. Ich finde, das sind sinnvolle Vorschläge, die ich übrigens von Ihnen allen und weder von den Krankenkassen noch von der Opposition in irgendeiner Form gehört habe. Am Ende des Tages danke ich all denjenigen, die diesen Staat am Laufen halten. Ihnen wollen wir helfen und ich glaube, Ihnen kommen wir mit diesem Gesetz ein gutes Stück entgegen. Dieses Gesetz ist ein gutes Gesetz und deswegen bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank, Frau Kollegin Merk.
letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt. Meine Damen und Herren, das war nochmal der Dank von Karin Mark an alle, die mitgearbeitet haben an diesem Gesetz, was ja unter anderem zum Ziel hat, 20.000 zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte demnächst zu etablieren in der vollstationären Altenpflege. Aber es geht auch um zusätzliche Hebammen und 700 weitere assistierende Stellen. Letzte Rednerin in dieser Debatte, jetzt Heike Behrens für die SPD-Fraktion, stellvertretende gesundheitspolitische Sprecherin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die intensiven Verhandlungen zu diesem Gesetz haben sich gelohnt. Unser hartnäckiges Bohren hat dafür gesorgt, dass die Reha-Kliniken, die Kureinrichtungen für das Müttergenesungswerk weitere Hilfen erhalten und endlich auch die ambulante Reha einbezogen wird. Eine gute Nachricht für alle, die auf gut funktionierende Rehabilitationsmaßnahmen angewiesen sind. Eine gute Nachricht vor allem auch für stark belastete Familien, denn gerade sie brauchen in diesen Krisenzeiten Rat und Unterstützung. Mehrkosten und Mindereinnahmen, die durch Corona entstehen, können nun ausgeglichen werden. Und wir erwarten von den Krankenkassen, dass sie diese Kosten nun auch entsprechend anerkennen. Hartnäckig bleiben wir als SPD auch weiter bei der Pflege. Denn mehr Personal ist dringend notwendig. Erst haben wir gemeinsam für mehr Fachkraftstellen gesorgt, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden. Und heute bereiten wir den Weg für 20.000 zusätzliche Hilfskraftstellen, die aus der Pflegeversicherung finanziert werden und damit die Pflegebedürftigen nicht zusätzlich finanziell belasten. Das ist ein guter Schritt hin zur bedarfsgerechten Personalbemessung in den Pflegeheimen. Und wir investieren auch 12 Millionen Euro für die modellhafte Erprobung des Personalbemessungsverfahrens. Denn Personal muss mit besseren Organisations- und Personalentwicklung verbunden werden. Und da will ich nur sagen, Frau Zimmermann und Frau Kappert-Gonter, Personal fällt nicht vom Himmel, sondern es muss gewonnen, es muss ausgebildet werden. Und dafür legen wir die Weichen, damit wir Schritt um Schritt bei diesen Dingen vorankommen. Feststellen will ich an der Stelle aber auch Hilfs- und Assistenzkräfte sind qualifizierte Kräfte. Und um Fachkräfte zu entlasten und Pflegebedürftige gut zu versorgen, müssen sie ordentlich ausgebildet sein. Deswegen braucht es jetzt eine breite Qualifizierungsoffensive. Und deshalb appellieren wir an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Pflege, nutzen Sie die Chance, jetzt in der Breite Personal zu gewinnen. Investieren Sie in hochwertige Aus- und Weiterbildung, denn gute Pflege gelingt nur mit engagierten und gut ausgebildeten Menschen. Der Bund hat geliefert, und nun müssen endlich auch die Bundesländer nachziehen und die Ausbildung der Pflegehilfs- und Assistenzkräfte forciert ausbauen. Die längst überfällige Harmonisierung zwischen den Bundesländern muss endlich kommen. Herr Präsident, vielen Dank für das Signal. Ich komme zum Schluss, will aber nur noch sagen, wir sind auch stolz, dass es in den Verhandlungen gelungen ist, eben auch die pflegenden Angehörigen weiter zu entlasten. Frau Mark hat das eben angesprochen. Denn auch hier ist nicht nur Applaus gefragt, sondern echte Anerkennung dessen, was in Familien und Nachbarschaften geleistet wird. Wir als SPD werden uns weiter hartnäckig für gute Reha und Pflege einsetzen. Darauf kann man sich verlassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Behrens, auch für den Hinweis auf das Signal. Ich kann Ihnen aus allgemeiner Lebenserfahrung sagen, wenn Sie bei einer Kreuzung das rote Signal überfahren, kann es zu Kollateralschäden kommen. Insofern. Und bevor ich jetzt zur Abstimmung komme, vielleicht noch ein verfahrensleitender Hinweis, weil mir das schon wieder mehrfach aufgefallen ist. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen, insbesondere auch aus der Fraktion der SPD, wenn sie denn ihren Platz verlassen und den Saal verlassen, auch die Maske aufzusetzen, wenn sie wieder reinkommen. Die jüngere Kollegin, die ich gerade gesehen habe, weiß, wen ich meine, auch wenn sie das Handy in der Hand haben, es wäre schön, sie würden die Maske tragen, wenn sie ihren Platz aufsuchen. Das ist jetzt eine freundliche Ermahnung noch. Ich kann auch anders, aber heute ist ein guter Tag. Das ist einfach nur.
Es macht, wie gesagt, wirklich, es macht mir keinen Sinn, dass wir, egal ob wir die Regeln mögen oder nicht, die Bevölkerung auffordern, sich daran zu halten, dass teilweise Bußgeld bewährt auch verfolgen. Und im Deutschen Bundestag geben wir ein schlechtes Beispiel. Mir liegt eine Erklärung zur Abstimmung gemäß § 31 Geschäftsordnung vor. Wir kommen zur Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 11a. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 24.727, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 23.483 und 24.231 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann stelle ich fest, dass dieser Gesetzentwurf in der zweiten Lesung mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion der FDP und der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der Fraktion der AfD und Bündnis 90 Die Grünen angenommen ist. Jetzt wird's schön. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Herzlichen Dank. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Sehr schön, dann ist dieser Gesetzentwurf in der dritten Beratung und Schlussabstimmung mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der FDP und der Fraktion Die Linken bei Enthaltung der Fraktion der AfD und von Bündnis 90 Die Grünen angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 24.737. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist ja schade. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Entschließungsantrag gegen die Stimmen der FDP bei Enthaltungen der Fraktionen der AfD, Die Linken und von Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt. Tagesordnungspunkt 11b. Wir setzen Meine die Abstimmung Damen zu. Meine Damen und Herren, ich schalte mich hier gern mal ein. Was wir hier erleben, ist das übliche parlamentarische Geschäft. Und zwar dann, wenn ein Gesetzentwurf nicht nur die erste, die zweite, sondern auch die dritte Lesung vollzogen hat. Insbesondere dann, so wie wir es hier erlebt haben, noch einmal mit einer Debatte und dann eben der Auseinandersetzung in der Abstimmung darüber, entweder mit Handzeichen oder mit dem Erheben. Was wir jetzt haben in Corona-Zeiten ist natürlich, dass die entsprechenden Fachpolitiker hier vor allem im Saal sind. Also lassen Sie sich nicht irritieren durch diese etwas schmale Besetzung hier im Deutschen Bundestag. Sie ist Corona geschuldet. Ganz klar können wir bisher sagen, dass Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident, hier hat abstimmen lassen über den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Der ist mit den Stimmen der Koalition angenommen worden in der zweiten Beratung und auch in der dritten Beratung und Schlussabstimmung. Im Kern dieses Gesetzes geht es um die Verbesserung der Gesundheitsvorsorge und Pflege. Es geht also ganz konkret um das Schaffen zusätzlicher Stellen, und zwar 20.000 zusätzliche Pflegekräfte für die Vollzeitpflege, Altenpflege. Außerdem geht es um Fragen von Geburtshilfe, 600 zusätzliche Hebammenstellen und 700 weitere Stellen für assistierendes Personal. 65 Millionen Euro ist der Finanzrahmen für diese Maßnahme pro Jahr. Tatsächlich soll es dann auch so sein, dass es eine stabilere Finanzierung auch der gesetzlichen Krankenversicherung im kommenden Jahr gibt. Also auch das in diesem Gesetzentwurf drin. Das übliche Verfahren ist auch, dass es verschiedene Anträge gibt aus den Fraktionen. Ein Entschließungsantrag der FDP wurde als erster zurückgewiesen. Dann lässt Wolfgang Kubicki hier noch über die weiteren Anträge abstimmen. Davon gab es relativ viele. Es gibt zwei Anträge von der AfD, einen der Linken, einen auch der Bündnisgrünen und noch einen weiteren Antrag von der Linken. Da geht es zum Teil um die Frage von Testzentren und Kostenübernahmen. Es geht um elektronische Dokumentationspflicht. Es geht um Kapitaleinkünfte, die bei der Ermittlung der Krankenversicherungsbeiträge berücksichtigt werden sollen. Und es geht ganz generell um einen Kulturwandel in der Geburtshilfe. All dieses soll sozusagen hier abgestimmt werden. Das hat er mit großem Tempo gemacht. Und sozusagen die Koalition hat an dieser Stelle agiert und hat die Anträge zurückgewiesen. Das war also der Tagesordnungspunkt 13.